Wir gehen jetzt eine Runde im See baden. Okay. Der See ist da. So, wahrscheinlich müssen wir in die andere Richtung, weil hier jetzt gleich eine riesengroße Mauer im Weg steht. Nö, wir können hier einfach hochjumpen. So, wie kann ich den Timer mit Channel Points erhöhen? Dieses Mal gar nicht. Das letzte Mal hatten wir die Möglichkeit, dass man auch mit 10.000 Punkte den Timer um 5 Minuten erhöhen kann. Aber tatsächlich, bis du es gerade eben erwähnt hast, hatte ich das völlig vergessen, dass wir das hatten. Aber es stimmt natürlich. Haben wir dieses Mal vergessen? Nehme ich auf meine Kappe. Hätte ich dran denken können. Können müssen. Oh. Wir wollten natürlich gar nicht hier hoch. Aber es ist kein Problem. Wir können ja an derselben Stelle einfach wieder runter. So. Und wenn wir in dem Tornado landen, nehmen wir auch keinen Fallschaden. Hallo. So. Das bitte um 15 Minuten erhöhen. Wieso denn? Weil du jetzt 15 Minuten mit dem Hund gehst? Hallo, Möckis. Oh, zack. Hol die Hune. Moment. Mein Chat spinnt gerade ein bisschen. Ich muss hier gerade ständig runterschneiden. Wer sagt, Bella ist ein Hund? Ja, okay. Oh, hallo Mama Krabbe. Haben wir wie immer not amused, dass wir ihre Babys töten? Homel. Mach mal ganz einfach. So, Juma, mach mal ganz einfach. Wir erhöhen den Timer um 15 Minuten. Dafür haust du 3 Subs drauf und dann sind alle glücklich. Hehe. So, jetzt haben wir nochmal anständig mit der Krabbe hier. Genau so, Krabbe in die Arme springen. Nee, kein Glück, weil ich habe doch gerade getrunken. Böse Krabbe. Komm her. Komm in meine Arme, Krabbe. Ah. So. Hi, bist du nicht der Krabbenpottmann? Ich habe jede Menge Krabben erschlagen. Wollen wir Krabbenfreunde sein? What are you looking at? Oh, you again, is it? Perfect bloody timing, actually. I got crab cooked up fresh. Ihr solltet vielleicht wissen, ich weiß mal nicht, was wir ihm sagen wollen, aber wir sagen es ihm einfach mal. Hey, there's something I should probably tell you. You heard of the Dung Eater? He's a madman. Has it out for everyone. Curses him. Goes round in his rank armor and all. You see him though. Stay well away. I was in the same jail as him once, so I know firsthand. He's a godforsaken monster. Not just some petty dog like me. Okay, warte. Wenn der Typ Dungfresser heißt, dann hat er diesen Namen nicht ohne Grund. Du saßt in einer Zelle mit ihm, heißt es, der hat bei dir bereits mal geknabbert? Erstens, zweitens, drittens, Mai, wieso bist du in diesem Spiel? Und wieso überrascht mich das nicht? He's a killer. Kills people. And curses.
curses the souls, does all sorts of shit to the corpses, to keep them cursed forever. I ain't seen nothing more disgusting in all my years. I never been more scared neither. Rooted to the bloody spot while he did that to my friend. Okay. Können wir was kaufen bei dir? Gekochte Garnele, gekochte Krabbe und Ryers Halskette, die haben wir dir schon vor Ewigkeiten abgekauft. Wir wollen weder das eine noch das andere. Isst du mal schön deine Krabben. Wir wollten hier nur ein bisschen mit dir plaudern. So, das heißt, Wegmarkierung weg. Und wir wollen jetzt noch da. Das heißt, da können wir ja von hier aus gehen. Weil die ist unten und wir wollen nach oben. Gut. Dann gehen wir rüber zu dem lauen Lüftchen da hinten. Oder wir nehmen den Weg, der hier direkt neben mir ist, bei dem ich genau wusste, dass er hier erscheinen würde. Mhm. Ich wäre jetzt nicht nochmal ganz zurückgeritten und hätte den Wind genommen. Nein, nein. So, da ist die Markierung. Galopp, 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 Bonanza. Oh, da ist was zum Looten. Loot, loot. Widerstand. Oh, Buddy. Film mal deine Pfötlis, ja? Ich laufe hier extra außen rum. Du hast deinen Wald, ich habe meinen Wald. Und wir können hier einfach friedlich koexistieren. Was hältst du davon? Muss ja nicht immer alles. Hallo? Wollen wir Krieg? Wieso kann ein Pferd Feuer spucken? Wieso kann meins das nicht? Ist die wichtigere Frage. Alles gut, Ferdinand. Schaffst du? Schaffst du? Alles cool, alles cool. Darfst du, Feri? Darfst du? Schön ausgewichen. Ist ein feines Feri. Oh. Das war eine unschöne Stelle. Die hätte ich nicht. Schön. Au. Oh. Aui. So, wir gehen mal da raus aus der Ecke, ja? Die Ecke gefällt mir. Ja, so ist viel schön. Dann war's mit Ferdinand. Und das war's mit mir. Hey, aber das erste Viertel habe ich echt gut gemacht, ja? Jetzt spielt wieder die gute Fee. Ich habe gerade gespielt. Erstmal was Vernünftiges essen. Lass es dir munden, Gofu. Ja, ich habe der Controller voll geschwitzt. Es tut mir leid. Tut mir nicht leid. Erstmal das Pferd anmüffeln. Gute Fee denkt sich, ich brauche Fee nicht dafür. Ich kann das auch ohne Fee. Ich will übrigens auch so eine Feuerspucker-Pferd. Okay, die müde. Das war's zwar mit dem Fähnchen, aber das war's auch mit dem Baumwächter. Unentschieden. Sind zeitgleich gefallen.
große Drachenkralle, Drachenklang und Schild. Aber kein Feuerball für Ferdinand. Schade. Aber die nächste Gnade ist da. Ja, machen wir nochmal einen Punkt in Arkanenergie. Da macht unsere Blutung wieder mehr Schaden. Und wahrscheinlich auch unser Gift. Und zack. Genau, unser fauliger Atem ist noch fauliger. Tada. Aber gut. Mehr Magiefett. Genau. Loot ohne irgendetwas. Ich bin überhaupt keine Gefahr. Da, da, da. Wieso liegt hier Sand drauf? Ist das überhaupt Sand? Oder ist das schon wieder Schimmel? Wer hat hier Steinchen so lange verrieben, bis hier alles voller Sand war? Aber schick sieht's aus, wenn man hier mal so runterkommt. Abgesehen davon, dass das halt ein großes Loch in der Wand ist. Aber ich habe jetzt den Dungeon gemacht. Ich habe den Dungeon Boss gemacht. My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength. Here, with you, I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Dankeschön. Also, die geht jetzt erstmal gucken. Und unsere Abmachung war nur, dass wir sie bis hierher bringen. So. Das haben wir geschafft und jetzt geht's gucken, was ihre Aufgabe ist. My lord, did you see it? The Erd Tree. I don't really have the words for this, but I was so dazzled. I felt something stir in my breast. The Erd Tree is waiting for you, my lord. I know it, I do. I feel it in my bones. Oh, please, take the throne of Elden Lord. Es klingt irgendwie die ganze Zeit so wie, ja, du hast jetzt 99% vom Spiel geschafft, jetzt musst du nur noch den Erdtree erreichen und dann hast du alles geschafft. GZ. Wir haben noch nicht mal die Hälfte aller Bosse. Oh, mich? Reborn? Oh, look at me. When you're this ugly. Well, being reborn, it would hardly make a difference, I'm afraid. Ach, Bock, du hast innere Schönheit. Going already, my lord. Please, do. Ist doch alles gut, Bock. Du bist fantastisch, so wie du bist. Mein Gott, dann bist du halt nicht der krasseste Schönling. Und? Ja, wie hübsch die Stadt ist. Und da rechts ist noch irgendein Drachi mit drin. Kick. Das ist aber nicht so wie Bonesy, der dann wach wird, oder? Ich möchte bitte, dass das hier kampffrei ist. Nochmal was trinken mit Haltung ernehmen. Jawohl, ein Wolf. Ach ja, ich trinke gerade aus einer Dose schon mit Vorhang, deswegen sieht das immer ein bisschen komisch aus, wenn ich trinke. Oh, der hat aber eine große Tröte. Yeah.
Ja. Hat ihm auch nichts genützt, die große Tröte. Oh, da war Feuer. Feuer sah ungemütlich aus. Bin wieder zurück, Baby. Ist ja kein Muss, alle Bosse zu töten. Das stimmt natürlich. Den hast du ein bisschen weggeschnitzelt. Arschen kaputt. Mieter. Aber gut, ich meine, wir haben noch 4 Stunden auf der Uhr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht sofort zum Endboss rennen, zum Earth Tree und werden da, was weiß ich, was wir da machen. Und dann ist das Spiel vorbei, sondern wir wollen ja die 4 Stunden hindurch auch noch Content haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir sowieso noch 300.000 Stunden. So, Endwing auf dem neuen Account. Ganz viel Spaß. Nicht innerorts, im Gebäude mit einer Armbrust schießen. Vor allen Dingen nicht, wenn es um Feuer geht. Das ist ja alles aus Holz. Das brennt. Will ich wissen, was du da gehauen hast? Sagen wir einfach, es wäre eine Schachfigur gewesen. Bleiben wir einfach bei, das war eine Schachfigur. Das ist für uns alles sicherer. Aber guck mal, man merkt, dass wir in der Hauptstadt sind. Die haben Geländer. Die sind ja reich. Ich meine, okay, die haben ein bisschen Freiluftaufzug. Aber trotzdem, schau dir das an. Links und rechts Geländer. Damit man nicht runterfallen kann. Wir sind wahrhaft in der Hauptstadt angekommen. Was S oder K? Die Entscheidung wird mein Leben beeinflussen, also entscheide weise. Ich habe keine Ahnung, wofür was steht. K. Ich sag K. Keine Ahnung, wofür steht, aber... Und, kleiner Tipp, ich weiß, dass es nicht wirklich darum geht, dass es dein Leben beeinflusst, sondern dass es wahrscheinlich dein Endring-Run beeinflusst, aber legt Entscheidungen, die euer Leben beeinflussen, nicht in die Hände von anderen Leuten, sondern immer nur in eure eigenen. Ja, ich glaube, der sitzt da bequem. Fluch des Saatwehs. Dann würde ich definitiv mitnehmen und in der Hosentasche tragen. Weißt du, es gibt Leute, die haben Angst, ein Handy in der Hosentasche zu tragen, weil sie Angst haben, dass die böse Handystrahlung sie irgendwie beeinträchtigen könnte. Und wir denken uns, ach ja, das hier ist die Saatgut von einem Fluch. Das sollten wir uns ins Hosentäschchen stecken. Okay, danke. Ja, klar. Mach mich nicht verantwortlich, wenn es hinterher blöd läuft. Da vorne ist wieder Lu. Genau, Hauptsache Saatgut. Und wenn es das eines Fluchs ist. Langsam sicher wird es ein bisschen knapp mit den HP. Ich würde vielleicht mal was tun. Robe der Ober. Endlich können wir zur Oberschicht gehören. Aus dem Weg, Geringverdiener. Hm? Was ich doof? Immer.
Moment. Gleich wieder voll da mit geilem Commentary. So. Tada. Ich glaube, da ist ein Gang hinter den Kisten. Aber nur so ein Gefühl. Bist du klug? Ich glaube übrigens nicht, was mir gefällt. A, dass die ganze Stadt voller Sand ist und B, dass hier alles voll ist mit Miranda-Pulver. Weil das Miranda den Sivea-Pulver war die Giftblume. Ich glaube, ich finde das nicht gut, wenn die alle ihr Pulver bei sich haben. Er steht für Samurai und K für Krieger und du hast K gesagt. Okay. Boah. Wie gesagt. Wenn mich, selbst wenn du mir gesagt hättest, soll ich Krieger oder Samurai spielen, hätte ich dir trotzdem nicht sagen können, was das Bessere davon ist. Jetzt, wo ich sechsstellig verdiene, kenne ich euch nicht mehr. Genau, Kofu. Tu ich nicht mal ansatzweise, aber ja, genau so. Deswegen habe ich mir jetzt diese tolle Robe der Oberschicht gegönnt, um jedem zu zeigen, wie weit ich über euch stehe. Der hat es gerade so geschafft, sein Schwert mit Blitzen zu versehen und zack, tot. Miquelas Lilie. Das ist die Tür. Hey, die ist ein bisschen zugehonig. Und hier ist alles voller. Das ist kein Sand, das ist Blütenstaub, was hier rumliegt. Puh. Aber was für gewaltige Bienen haben diesen Honig produziert, dass sie sich dann zusätzlich noch dachten, wir schmieren mal explizit diese Tür zu. Oder haben die Bewohner hier die Tür zugeschmiert, damit sie das gegen die Pollen abwehren können. Die sind einfach mal umgedreht und dachten sich, ja, hier, bitte, stich mir in den Rücken. Ich bettle da hoch. Okay. Hallo, die Herrschaften. Die sind ja auch schon langsam ein bisschen lethargisch. Aber ich kann verstehen und ich finde es sehr hübsch, dass das Wappen dieser Stadt ein großer Earth-Tree. So. Das erinnert mich jetzt übrigens wieder massiv an Hollow Knight. Weil da haben wir ja auch so eine Art, ich nenne es mal, da gibt es ja auch so ein sporenüberflutetes Gebiet. Und da ist auch wieder alles voll mit Honig. Okay. Seht ihr, Loot, der einfach so rumliegt, immer gefährlich. Immer eine Falle. Okay, das hier ist wohl eine große Hauptstraße. Gibt es da keinen Loot? Das ist eine Kutsche. Okay, kein Loot. Ich wollte mich gerade fragen, wie die Kutsche sich da überhaupt hin manövriert hat. Aber das hier ist offensichtlich die eine große Hauptstraße, auf der diese Kutschen fahren können, die sich durch die ganze Stadt zieht. So. Vier gehäufte Esslöffel ins Essen gepackt. Paprikapulver. Paprikapulver macht alles besser. Das ist richtig merkwürdig bei mir, ne? Ich kann rohe Paprika absolut nicht leiden, aber Paprikapulver ist geil. Nicht unbedingt roh, aber in Essen verarbeitet. Super. Haben wir uns mal eben durchgesneakt. Ja, Türchen auf. Und jetzt sind wir über der Stadt. Ach, jetzt sind wir wieder zurück, wa? Das ist die Tür, die wir vorhin nicht aufgekriegt haben. Wo ich eben noch gesagt habe, und da ist die große Drache, die man in der Ferne sieht.
Und jetzt machen wir den einen Typen da eben noch weg, der vor dem Loot rumsteht. Oh, ich glaube, der hatte ich gehört. Das ist ein Möchtegern-Schmelz-Ritter, der hat es aber nur zum Hirschhorn-Ritter geschafft. Zum Schmelz-Tiegel fehlt ihm einfach das Zeug. Seht ihr, haben wir ihm immer gesagt. Ihm fehlt einfach das Zeug. Heldenhune. Was auch immer das jetzt wieder ist. Bestimmt heldenhafte Epi. Ja, hallo Fatu. Mit dem wollen wir noch fahren. Und jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße. Ja. So, können wir hier die große Tür öffnen? Ja, sieht gut aus. Hallo. Ich glaube, die Kutschen wollten hier auch durch und wurden dann, während sie gewartet haben, von diesen Sand-Blüten-Staubregen überrascht und völlig zugeschneit. Na, was gibt's bei dir zu essen? Selbstgemachte Pizza. Mit selbstgemachter Pizzasauce und Mozzarella, Käse und Salami. Also eigentlich ganz langweilig belegt, aber ist immer noch meine Lieblingspizza. Sehr viel selbstgemacht. Ja, ich koche tatsächlich selber sehr gerne. Auch wenn die gute Fee euch gerne bestätigen wird, dass ich ganz furchtbar koche. Bin ich bei Soßen eigentlich immer besser als. Wann kommt endlich ein Kochstream? Für einen Kochstream bräuchte ich komplett anderes Equipment. Zum Beispiel die Möglichkeit, mir die Kamera wie eine Stirnlampe an die Stirn zu passen. Außerdem, sorry, aber meine Küche ist sowas von nicht vorzeigbar. Und damit meine ich nicht, dass die unaufgeräumt ist, sondern meine Küche besteht aus Einzelteilen von verschiedenen Haushalten, weil ich quasi immer diejenige war, die... Ja, ich habe da noch so einen alten Küchenschrank. Bevor ich den wegschmeiß, brauchst du den? Ja, klar, kann man immer gebrauchen. Und deswegen sieht meine Küche absolut furchtbar aus und passt überhaupt nicht zusammen. Also, die Küchenschränke, die ich aktuell bei mir habe, sind größtenteils älter als ich. Die gab es schon, bevor ich geboren wurde. Aber sie funktionieren noch, also warum wegschmeißen? Ich finde das nicht schlimmer, wenn es dir unangenehm ist, ist es so. Ja. Mir ist das im Moment noch sehr unangenehm. Wenn ich irgendwann mal reich bin, weil ich ein krasser Influencer geworden bin und ich eine krasse Influencer-Küche habe. Okay, selbst dann werde ich mich wahrscheinlich noch davor drücken, Kochscreens zu machen. Weiß ich nicht. Wieso lachst du bei den Worten, wenn ich ein großer Influencer geworden bin? Hallo? Könntest du mal bitte an mich glauben? Wenn du reich bist, entführe ich dich. Und dann verlangst du von der Geisel selber Lösegeld? Aus dem Land der Träume wieder da. Willkommen zurück, Carlo. Und ich hoffe, du hattest einen schönen Powernap, beziehungsweise hast gut schlafen können. So ist es. Hey, ich habe dich entführt, aber du kannst dir etwas selber freikaufen. Gar kein Problem.
Aber wenn du mich entführst, werde ich dich leider bannen müssen. Das war's dann leider mit Kari Stream. Schade für dich. Ja, da wirst du dich dann wohl entscheiden müssen. Projektilwaffe benötigt. Ach, was. Projektil, Projektil, sage ich immer. Nach meinen Haaren zu urteilen, habe ich gut geschlafen. Da muss die Entführung andauern. Da muss ich dich leider auch bannen. Dunkelschmiedestern. Nehmen wir mit. Wenn man an den Haaren ablesen kann, wie gut man geschlafen hat. Ja. Schön einzeln rankommen. Brüll ein bisschen leiser. Die anderen sollen dich nicht hören. Aber wow. Oh ja, der hat schön getroffen und jetzt nochmal in den Bauch gepiekst und ein Löschen. Je nach dem Schlafen immer so aus, als hätte ich eine Steckdose gefasst. Ja, das hatten wir heute. Heute früh, ne? Statische Aufladung durch Kissenreibung. So. Oh, da haben wir vielleicht ein oder zwei Gegner gepult. Jetzt haben wir nur so ein Gefühl. Taktischer Rückzug. Gut, die Kasten haben scheinbar schon keinen Bock mehr. Na, jetzt machen wir erst den ohne Flügel, weil der mit Flügel geht auch gerade ein bisschen zurück. Schön, schön. Dann, solange die zwei sich da rechts aufhalten. Omi Nummer 1. Und da war sogar noch einer mit drin. Den habe ich nicht mal gesehen. So, verteilen, taktische Rückzug. Den nächsten mitnehmen, der runterfällt. Jetzt den Fliegeding. Und jetzt das letzte Gummi. Also, die hat es aber ordentlich eingewollt. Letztes Omi war noch mal knapp. Mehr heranwachsende Wetterlinge. Besseres Fleisch. Nom, 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 nom. Und ein Parfüm erfüllt. Natürlich. Weil wir alle kennen das. Parfümhersteller tragen stets ein Schild bei sich, um sich selber vor den Düften zu schützen, mit denen sie unterwegs sind. Jeder, der schon mal in der Drogerieabteilung war, kennt dieses Gefühl und weiß, weswegen dieser Schutzschild vonnöten ist. Ja, ne? Einmal schön allen in den Rücken gepiekt. Und das sieht aus wie ein großer Aufzug. Wir spielen mal überhaupt keine Gefahr.